Hallo alle zusammen, für mich das erste Video in diesem Jahr. Ich wünsche euch ein frohes Neues, sozusagen nochmal nachträglich. Und ich versuche mich heute nochmal an einem Vlog. Das letzte Mal, dass ich einen Vlog gemacht habe, war glaube ich im August. Ich bin da ja nicht so ganz so gut, weil ich anfange rumzureden und die Themen, die ich eigentlich ansprechen will, dann sowieso immer so mache und naja. Also ich habe mir ein bisschen was aufgelistet, was ich kurz ansprechen möchte und naja, ich versuche mich einfach mal daran. Und zwar als allererstes möchte ich mich dafür entschuldigen, dass in letzter Zeit das Kommentare beantworten, ja, so gut wie nicht existent war. Ich glaube, ich habe seit einer Woche keine Kommentare mehr beantwortet. Es tut mir wirklich leid. Es liegt einerseits daran, dass ich überhaupt nicht so die Zeit und Kopf dafür habe und andererseits, wenn ich dann mal Zeit habe und draufklicke, also ich kriege das ja alles immer per E-Mail zugeschickt und ich lese auf jeden Fall alle Kommentare auch ziemlich zeitnah und wenn ich dann auf Kommentare beantworten gehen will und auf das werde ich auf das Video weitergeleitet und sehe dann alle Kommentare. Wenn wir zum Beispiel 10 Kommentare unter einem Video haben, ich klicke drauf und dann sind da nur noch 3. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe jetzt auch schon bei anderen YouTubern auf Facebook gesehen, dass die das Problem irgendwie auch haben, dass das mit der Synchronisation nicht so ganz hinhaut. Ja, das ist dann natürlich extrem blöd, weil dann sind dann 7 Kommentare irgendwo im Weiß ich nicht und ich finde sie nicht und ich kann sie nicht beantworten. Das ist natürlich nicht unbedingt die komplette Entschuldigung, weil wie gesagt, es gibt ja auch Kommentare, die da sind, die habe ich jetzt auch noch nicht beantwortet. Ich versuche da jetzt hinterherzukommen. Aber ich wollte mich auf jeden Fall entschuldigen und denke nicht, dass mir das total egal ist. Ich lese das ja auch alles und es wird kommen in der nächsten Zeit, wenn die Kommentare denn dann auch wieder auftauchen. Ich hoffe, dass das bald geschieht, sonst hätte ich ein Problem. Ja, dann als zweites möchte ich ansprechen ein Thema, was mich schon seit Mitte November, naja, in Anspruch nimmt, will ich nicht sagen, aber woran ich seit Mitte November dran bin, und zwar ein Postfach. Es haben mir 2, 3 Leute haben mir geschrieben, dass sie gerne vielleicht meine Karte an mich schicken würden. Und ja, also ich meine, YouTube, alles schön und gut, aber halt meine private Adresse rausgeben und so, bin ich jetzt nicht der große Fan von und habe mich dann nach längerem Überlegen auch dafür entschieden, ein Postfach einzurichten, dass ihr, wenn ihr Lust habt, also ich meine, ihr müsst ja nicht, und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie, dass das irgendwie blöd klingt, dass, ja, ich habe mir jetzt ein Postfach eingerichtet. Nein, ich habe das jetzt halt einfach gemacht, dass die Möglichkeit besteht. Unter anderem, auch wenn ich Gewinne verschicke, dass ich dann halt da die Absenderadresse, auch mein Postfach dann hinschreiben kann, dass ich halt meine private Adresse nicht in das komplette Internet hinaus posaune. Das muss ja nicht sein. Ja, und zwar habe ich mich darüber informiert, habe auch mit der Sarah von Zeilen zum Tee ganz viel gesprochen darüber, die sich ja auch eins eingerichtet hat und ich wollte halt wissen, wie das bei ihr so läuft und bla bla bla. Und hatte dann Mitte November auch angerufen bei dieser Hotline und mir ein Postfach geben lassen, beziehungsweise ich habe es beantragt. Und es gibt die Variation, dass du entweder ein privates Postfach oder ein geschäftliches Postfach haben kannst und die Sarah hatte mir erzählt, dass sie ein geschäftliches hat und dann hat, weil es halt auch darum ging, dass ein privates Postfach eigentlich so ist, dass du Vor- und Zunahme hast. Also Vor- und Nachname und dann Postfach bla 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 in bla 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 bla. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte dann ein geschäftliches haben, dass ich halt meinen Kanalnamen einfach als Empfänger habe. So, hatte dann da angerufen Mitte November und das halt auch erzählt und dann meinte sie so, nee, also wenn sie ein geschäftliches haben wollen, dann bräuchten sie einen Gewerbeschein. Ja gut, den habe ich jetzt halt nicht. Und habe ihr dann halt auch erzählt, dass ich weiß von anderen YouTubern, dass das halt nun mal geht, dass die nicht ihren kompletten Namen da halt hinschreiben. Und dann meinte sie so, ja, dann können wir ein privates Postfach machen und wir machen dann ein Pseudonym. Ich so, ja gut, das ist mir eigentlich relativ egal. Die Hauptsache, da steht halt nicht mein Name, sondern mein Kanalname. Ja, kein Problem, wird alles gemacht. Innerhalb von einer Woche bekommen Sie dann die Bestätigung und dann müssen Sie dann halt 15 Euro überweisen. Das ist halt dieses Bearbeitungsgebühr-Dingsbums. Und ja, hat sie dann gesagt, war wunderbar, Gespräch beendet und dann habe ich gewartet. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 3,5 Wochen und es kam einfach gar nichts. Und das kam mir doch schon ziemlich komisch vor. Ich dachte so, okay, mein Post ist ja vielleicht nicht immer die schnellste, aber ich meine, wenn sie angeben eine Woche und es sind dann schon 3,5, irgendwie komisch.
Also rief ich dann dort erneut an, habe meinen Namen genannt und mein Anliegen und dann meinte die gute Frau am Telefon, ja, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Ja, also, nö, ich finde da jetzt eigentlich nichts. Ich so, hä, was? Wie, sie findet nichts? Ja, also da ist jetzt unter ihrem Namen ist da jetzt gar nichts registriert. Ich so, was soll das denn jetzt heißen, dass das überhaupt nicht aufgenommen wurde? Ja, war dann tatsächlich so. Die Dame, mit der ich dann zuerst gesprochen habe, leider habe ich mir ihren Namen nicht gemerkt, hab das irgendwie nicht eingetragen, keine Ahnung, was da los war und ja, das heißt, ich habe 3,5 Wochen komplett umsonst gewartet. Ja, und dann fing das gerade wieder von vorne an, ich habe ihr das erklärt, dass ich halt YouTube mache und dass ich meinen Namen nicht verwenden will und bla, und dann meinte ich halt so, ja, die Kollegin vorher wollte mir ein privates Postfach geben mit Pseudonym, bla bla bla. Und dann meinte sie so, nein, das geht nicht. So, wie das geht nicht? Ja, nein, das würden die nicht machen können. Es gibt das überhaupt nicht mit Pseudonym. Sie wissen nicht, wer mir das da gesagt hat, aber das würde es nicht geben. Ich habe wirklich einen Koller gekriegt am Telefon. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist unfassbar. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie jetzt gemacht hat. Ob sie mir jetzt doch ein geschäftliches gegeben hat, weil ich habe keinen Gewerbeschein oder sonst was. Auf jeden Fall hat es denn jetzt endlich geklappt. Ich meine, es hat Mitte November angefangen und jetzt endlich kam kurz vor Weihnachten dann die Bestätigung und dann habe ich das Geld überwiesen und dann 2 Wochen wieder später, also es hat wirklich, wirklich lange gedauert, also ja, habe ich jetzt schlussendlich gestern meine Schlüssel für mein Postfach bekommen und ja, also ich habe jetzt eins, ich hoffe, dass da jetzt alles so glatt läuft und dass da jetzt nicht nochmal irgendwas kommt, von wegen ich müsse irgendwas nachreichen und bla bla bla. Hoffen wir einfach, klopft auf Holz, dass das alles jetzt funktioniert. Und ich habe dieses Postfach jetzt, falls ihr mir schreiben möchtet. Ja, also ich werde euch das, weiß ich nicht, ob ich es euch hier nochmal einblende. Das findet ihr auf jeden Fall in der Infobox und ich werde es in meinem Kanal, auf meiner Kanalseite, werde ich es in die Infos auch reinschreiben. Und ja, so, ich habe es jetzt und gut, das liegt bei mir im Nachbarort. Ich komme da jede Woche mindestens einmal vorbei und man muss es halt einmal in der Woche lernen und ja. Soweit ich weiß, wird nämlich jetzt auch meine private Post dahin geschickt. Ich bin, keine Ahnung, ich bin da irgendwie nicht im Bilde und das ist mir auch egal. Ihr habt doch, ich habe jetzt diese blöden Schlüssel. Ja, so, das zum Thema Postfach. Dann, wie ihr vielleicht schon seht, ich habe ein bisschen hier so die Kamera geschwenkt und vielleicht seht ihr es hier und hier. Ich habe neue Regale und ich freue mich total. Mein Papa hat sie mir gestern angebracht, dass seitdem ich irgendwie so 2 Wochen genervt habe, ob er sie mir denn nicht endlich anbringen könnte, hat er es jetzt getan und boah, jetzt habe ich wieder ganz viel Platz für neue Bücher. Ja, das freut mich auf jeden Fall sehr und ich bin die ganze Zeit dabei, die anzustarren, weil ich finde, das sieht so schön aus. Ich habe halt die ganzen gebundenen Bücher jetzt so da reingestellt und oh, das sieht einfach voll hübsch aus. Ich freue mich total darüber. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber neue Regale sind doch immer so, ah, oh, das ist so toll. Ich meine, Bücher sind so meine Schätze, sind meine Babys und irgendwie so Regale sind ja das Zuhause von Büchern und jetzt haben meine Bücher, meine Babys haben ein neues Zuhause bekommen und ach, ja, ist ein bisschen abgeschwiffen, aber egal. Ja, dann, wenn wir schon beim Thema Bücher sind, habe ich momentan eine Leseflaute. Deswegen, ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Januar so weitergeht. Ich habe irgendwie überhaupt gar keine Lust zu lesen. Ich bin stecken geblieben im zweiten Teil von Gebannt. Also ich lese gerade Getrieben. Das allerdings auch schon seit vor Weihnachten. Ich komme da einfach nicht weiter. Was nicht unbedingt am Buch liegt, weil es schon relativ spannend ist. Aber irgendwie habe ich so eine allgemeine Unlust und dann kam hinzu, dass ich jetzt zu Weihnachten Serien bekommen habe. Ich bin ja auch ein totaler Serienliebhaber und ja, ich schaue jetzt in jeder freien Minute, ziehe ich mir eine neue Folge rein und ja, da kommt das Lesen natürlich auch ein bisschen zu knapp, aber im Moment habe ich auch nicht so die Lust dazu und den Drive und naja, da soll man sich auch nicht zwingen, es wird auf jeden Fall wiederkommen. Nur, dass ihr das wisst, dass es vermutlich nicht so einen tollen Monatsrückblick geben wird. Ich meine, gut, wir haben jetzt heute den 3.1., da kann sich ja noch einiges tun, aber so wie es sich im Moment anfühlt, naja. Ja, wenn wir schon beim Thema Serien sind, wollte ich euch fragen, also ich habe ja irgendwann mal so einen Tag gemacht, Filmetag oder so hieß der und da habe ich ja auch gesagt, dass ich relativ viele DVDs besitze und dann halt auch einige nachgefragt haben, ob ich nicht mal mein DVD-Regal zeigen könnte. Das gestaltet sich etwas schwierig, da ich inzwischen nur noch ein DVD-Regal von dreien hatte. Also hier, weiß nicht, ob ihr das hier so seht, da waren vorher auch DVDs drin und dann hatte ich halt in so zwei kleinen, hatte ich meine ganzen DVDs, das sind ja
weiß gar nicht, über 200. Und ja, das Problem war, dass meine Bücher dann überhand genommen haben und ich die freiräumen musste bis halt auf eins und die jetzt meine DVDs im Schrank sind. Und das lässt sich wirklich nur sehr schwierig gestalten, das zu filmen, weil ich da halt extrem viel rumräumen muss. Das ist auch keine super Situation, weil ich an die DVDs eigentlich öfter dran muss, aber die Bücher sehen einfach schöner aus. Und ja, da muss ich mir irgendwie nochmal eine Lösung ausdenken. Aber da ich jetzt halt auch ein paar Serien geschenkt bekommen habe, beziehungsweise sich schon einige angesammelt haben, besteht jetzt bei mir die Frage, ob ihr da überhaupt Interesse habt, dass ich vielleicht mal einfach so ein Special-Video mache zu den ganzen Serien, die ich besitze und gerne gucke, ob ihr da Lust habt, das zu sehen. Das wäre jetzt an euch, mir einfach diese Info zu geben, ob ihr das wollt oder nicht. Ja, und jo, mehr habe ich da jetzt auch nicht zu diesem Thema zu sagen. Aber wenn wir schon gerade bei Filmen sind, was ich ja jetzt echt extrem spannend finde und ich hoffe, dass ihr mir da noch ein bisschen mehr Input geben könnt, dass ja dieses Jahr 2014 ziemlich viele Buchverfilmungen rauskommen, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue. Ich freue mich unter anderem extrem auf die Bücherdiebin, die ja jetzt verfilmt wird. Der Trailer davon finde ich ziemlich vielversprechend. Ich habe das Buch letztes Jahr gelesen. Oh Gott, wie das klingt, letztes Jahr. Und es hat mir ja vom Schreibstil unglaublich gut gefallen. Es ist halt nur diese ganze Thematik, dieses Judenverbrennung und sowas, dass ich es einfach nicht mehr hören kann, weil wir es in der Schule so extrem behandelt haben, dass ich das Gefühl habe, dass ich da schon echt... Es ist zu viel, einfach zu viel. Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt, wie der Film wird, wie das Buch umgesetzt wurde. Wie gesagt, der Trailer gefällt mir sehr gut. Wenn ich dran denke, werde ich euch den Trailer auch verlinken. Ich finde die Musik davon ziemlich, ziemlich geil. Ja, ich weiß nicht genau, wann er rauskommt, auf jeden Fall dieses Jahr. Dann kommt ja von Vampire Academy der Film raus, Blutsschwestern. Und die deutschen Trailer sind jetzt auch schon draußen. Ich finde den ersten wirklich scheiße, weil der die Stimmung vom Buch einfach überhaupt nicht aufgreift. Wiederum finde ich den zweiten Trailer, der etwas längere, finde ich ziemlich cool. Da ist auch gerade Rose ziemlich gut getroffen. Die hat ja so einen bissigen, witzigen, sarkastischen Humor. Und ich finde, der kommt schon viel, viel besser raus in dem Trailer und ich bin sehr gespannt. Es kommt ja Februar, März, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, weil irgendwie jeder sagt was anderes. Kommt ja dieser Film raus und da freue ich mich drauf. Dann wird ja Die Bestimmung verfilmt. Da bin ich auch extrem gespannt drauf, weil mir da der Trailer, da bin ich noch sehr, sehr kritisch. Also mir gefällt die Besetzung von Triss eigentlich sehr gut von vor. Ich habe mir vor halt irgendwie ganz anders vorgestellt, deswegen, aber ich versuche unvoreingenommen da reinzugehen. Der kommt ja im April, meine ich, raus. Dann im Sommer wird es auf jeden Fall den zweiten Teil von der Edelstein-Trilogie geben, also Saphirblau. Der wurde jetzt irgendwie im Herbst wurde der gedreht und der kommt, meine ich, im August oder so, kommt der raus. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin vor allem gespannt darauf, wie sie Xemerius hingekriegt haben, den kleinen Wasserspeier. Der muss ja einfach computeranimiert sein und... Deutsche Filme und Computeranimation. Da stelle ich mir vor, dass das doch ein bisschen in die Hose gehen könnte. Ich persönlich fand ja den ersten Teil, also ich fand ja Rubinrot gut, auch wenn sie nicht so sonderlich nah, also nicht so extrem nah am Buch jetzt waren. Aber ich fand den Film eigenständig dafür, dass auch eine deutsche Produktion war, ziemlich gelungen. Und es kommt ja noch die Tribute von Panem, Teil 3.1 sozusagen. Der dritte Teil wurde ja in zwei gesplittet. Der kommt ja auch im Herbst, Winter meine ich wieder. Ich glaube im November oder so. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist zumindest alles, was ich jetzt von Verfilmungen so im Kopf habe. Wenn ihr da noch mehr wisst, was verfilmt werden soll, dann bin ich euch dankbar dafür, was ihr denn noch wisst und mir das vielleicht gerne mitteilen möchtet. Weil ich ja auch ein Filmjunkie bin. Gut, ja, das waren jetzt eigentlich alle Themen, die ich so ansprechen wollte. Fällt mir sonst noch irgendwas ein? Ach ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich... Also ich habe in letzter Zeit, gerade im letzten Monat, im Dezember, habe ich eigentlich so gut wie gar keine Tags gemacht, weil ich so viele Bücher gelesen habe, zu denen ich Buchvorstellungen gemacht habe. Und dann hatte ich ja den Linas Adventskranz und dann gab es die Weihnachtsbescherung und bla bla bla. Und deswegen habe ich mir überlegt, da sich auch extrem viele Tags angesammelt haben, dass ich vielleicht nochmal sowas wie eine Tag Week mache, also einen Tag-Marathon, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten werde ich das sowieso verteilen, weil
es im Moment keine Buchvorstellung gibt. Ein Subvoting müsste ich eigentlich auch mal wieder machen, aber da ich im Moment keine so eine Leselust habe, wäre das auch etwas sinnfrei. Ich versuche, also ich bin im Moment dabei, so ein bisschen Rebuy, Avell und Medimops auszuchecken, ob es da vielleicht Bücher gibt, die mich ansprechen, weil Bücher kaufen motiviert mich auch immer dazu, Bücher zu lesen. Wenn ihr irgendwelche Tipps gegen Leseflotten habt, immer her damit. Vielleicht helfen sie mir ja. Ja, so, wollte ich noch was anderes sagen? Tag Week. Geklauter Name von Laura F. Lolle. Liebe Grüße an dich, falls du das Video siehst. Ja, ansonsten glaube ich nicht, dass ich noch was sagen wollte. Ja, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Tags, zu denen ich getaggt wurde und das nicht mitgekriegt habe, weil ich im Moment überhaupt gar keine Videos schaue. Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, zu arbeiten, ein bisschen was für die Uni zu tun. Ich sollte definitiv mehr für die Uni tun und mich mit Freunden zu treffen. Und dann die restliche Zeit, wenn ich zu Hause bin, gucke ich einfach Serie. Ja, deswegen, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was auf YouTube gerade abgeht. Ja, achso, eine Sache noch. Der Ben und die Mona von Welt der Bücher, die wollen so einen Buchpreis 2013 vergeben und starten dazu eine oder haben eine Online-Umfrage dazu gestartet. Das würde die beiden bestimmt sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Den Link findet ihr auch hier in der Infobox oder ich verlinke es euch gerade mal hier. Da könnt ihr mal draufklicken und einfach abstimmen. Ja, so, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Nein. Ja, das nächste Video wird wahrscheinlich sein, das Booktuber empfehlen sich Video. Und dann muss ich ja auch noch die Auslosung starten vom Gewinnspiel. Das als kleiner Vorblick, Vorschau, was auch immer. Vorblick, was ist das eigentlich für ein Wort? Okay, egal. Ja, das war's von mir. Wenn ich irgendwas vergessen habe, das ist dann halt jetzt blöd gelaufen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.